Ich leihe mir Sachen aus und das ist jetzt unsere Simin. Wir werden heute testen, ob wir mit dem Create-a-Sim-Persönlichkeitstest ordentliche Sims erstellen können oder ob da absoluter Blödsinn rauskommt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist es gerade auf jeden Fall unfassbar heiß. Ich sitze in einer Sauna. Also alles schreit gerade Sommer und deswegen probiere ich die ganzen Antworten so gut wie es geht auf den Sommer zu beziehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Freunde, das fängt schon mal gut. Dann neues Spiel. Hallo, möchtest du meine Geschichte erzählen? Wir beginnen mit einem lustigen Persönlichkeitstest. Anschließend kannst du mein Aussehen gestalten. Und ich würde ganz einfach sagen, wir machen eine junge Erwachsene. Und die erste Frage. Überraschung. Die Paparazzi sind da. Ich mache Eigenwerbung. Ich hype meinen neuesten Film. Oder ich schleiche durch die Hintertür. Wie kann man das jetzt auf den Sommer beziehen? Ich würde mal behaupten, die meisten Leute sind im Sommer aufgeweckter. Mehr hyped, so wie es da auch steht. Mehr aufgeschlossen und gehen auch mehr raus, treffen mehr Leute. Ich persönlich halte den Sommer gar nicht aus. Ich bin da am liebsten einfach irgendwo, wo es total kühl ist und am allerliebsten zu Hause. Also ich würde mich durch die Hintertür schleichen. Ich würde aber sagen, ich hype meinen neuesten Film, hat am meisten mit dem Sommer zu tun. Oder man macht Eigenwerbung. Boah, weil ganz ehrlich, Leute, auf dem Sommer liegt immer so viel Druck, wenn ihr mich fragt. Der Sommer ist immer so die Jahreszeit, wo man eben genau die Sachen machen muss, die ich gerade alle erwähnt habe. Deswegen finde ich, ich mache Eigenwerbung eigentlich noch viel besser, weil eigentlich fiebert man auch immer total auf den Sommer hin. Auch die ganzen Werbungen und alles, was man dafür bekommt. Deswegen mache ich jetzt mal, ich mache Eigenwerbung. Ich hoffe, das ist für euch verständlich, was ich hier gerade erzähle. Wie sehr möchte ich Einfluss auf das Leben eines Kindes nehmen? Ich möchte einen Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin großziehen. Gibt es dafür nicht Kindermädchen? Ich glaube nicht, dass Kindermädchen heutzutage noch ein politisch korrekter Ausdruck ist. Oder gar nicht. Okay, wenn wir es auf den Sommer beziehen, definitiv Spitzensportler oder Spitzensportlerin. Im Sommer bewegt man sich nämlich normalerweise mehr, wenn es nicht gerade 500 Millionen Grad hätte, wie es hier in diesem Raum hat, Leute. Ich hoffe, ich überlebe das Video überhaupt. Aber ich würde sagen, im Sommer ist man auf jeden Fall offener, auch rauszugehen, um Federball zu spielen, Basketball zu spielen, Volleyball zu spielen, um schwimmen zu gehen. Also machen wir auf jeden Fall Spitzensportlerinnen in Spitzen... ja, Sportler. Ein Kollege hat Mist gebaut und der Chef ist sauer. Was mache ich? Ich stelle den Kollegen weiter bloß. Wow. Ich ergreife Partei für den Kollegen oder abhauen, ich brauche keinen Ärger. Ich würde sagen, ich ergreife Partei für den Kollegen, oder? Ich meine, jetzt könnte man so richtig tief reingehen. Aber dafür ist es jetzt gerade auch einfach zu heiß. Und deswegen nehme ich, ich ergreife Partei für den Kollegen, weil man sich im Sommer mehr mit Menschen unterhält, mehr auf Leute zugeht. Muss man natürlich alles nicht, Leute. Absolut keinen Druck. Ich bin selber nicht so eine Person. Aber wie gesagt, wir machen alles, was jetzt so typisch Sommer ist. Also ich ergreife Partei für den Kollegen. Wie komme ich über die Runden? Mit Intelligenz und harter Arbeit. Ich leihe mir Sachen aus oder ich schnorre bei Freunden. Also bei mir ist es ja so, dass ich Freunde dann im Sommer öfter mal einlade und die mich dann beim nächsten Mal einladen. Weil wir zum Beispiel Eis essen gehen oder sowas. Im Sommer will ich aber auch immer neue Sachen ausprobieren und dann leihe ich mir ehrlich gesagt schon oft Zeug aus und gebe es normalerweise zurück. Oh mein Gott, Leute, vor unserer Haustür steht ein Longboard. Das habe ich mir damals mit 14 oder 15 von einer Freundin ausgeliehen. Den Kontakt zu ihr habe ich komplett verloren. Aber das Longboard steht immer noch hier bei mir. Und ich weiß, dass ich das im Sommer ausgeliehen habe. Also ich leihe mir Sachen aus. Intelligenz und harte Arbeit. Ich glaube, im Sommer sind wir alle froh, wenn wir ein bisschen weniger arbeiten müssen. Vor allem auch, weil es so heiß ist, da kann man sich gar nicht richtig auf die Arbeit konzentrieren. Wobei man im Sommer auch oft einen Ferienjob hat. Aber ich nehme jetzt, ich leihe mir Sachen aus. Ein Freund hat Geburtstag. Was mache ich? Ich mixe ihm einen Drink. Ich ziehe mit ihm um die Häuser. Oder welcher? Welcher Freund? Das letzte nehmen wir auf jeden Fall nicht. Das beschreibt für mich nicht den Sommer. Einen Drink mixen kann man in jeder Jahreszeit. Ich weiß, vor allem im Sommer trinkt man eher Cocktails und so Sachen. Aber man zieht im Sommer auch eher um die Häuser. Also ich mache das eigentlich immer zu jeder Jahreszeit, aber immer nur nachts. Aber da ist es gerade im Sommer am schönsten. So in der Nacht, im Dunkeln, um die Häuser zu ziehen, einfach spazieren zu gehen. Oh, ich weiß euch leid, es gibt fast nichts Besseres am Sommer. Also ich ziehe mit ihm um die Häuser. Heißt ja auch,
auch, dass man danach wahrscheinlich feiern geht oder so. Ich erwarte Besuch. Wie bereite ich mich vor? Ich putze und repariere alles. Ich koche jede Menge Essen. Oder ich erstelle eine rockige Playlist zusammen. Okay, Antwort 2 und 3 würden perfekt für den Sommer passen. Vor allem, wenn man am Abend grillen geht oder irgendwie sowas. Oder sich am See trifft zum Grillen. Und dabei hört man ja in den meisten Fällen immer Musik. Ich putze und repariere alles. Nee. Ich würde sagen, ich koche jede Menge Essen, weil das doch noch leichter ist, wie dass man überall Musik haben kann. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man einen Garten hat oder einen Balkon, aber da bin ich dann immer so, ich will die Nachbarn nicht nerven mit meiner Musik und deswegen würde ich da wahrscheinlich keine Musik laufen lassen und deswegen entscheide ich mich fürs Essen. Natürlich tue ich das. Ich bin ein Hufflepuff. Essen ist immer an allererster Stelle. Die besten Geschichten haben ein Happy End, haben unerwartete Wendungen, wurden von mir geschrieben. Oh, wow. Damit würden wir wahrscheinlich einen sehr ich-bezogenen Sim kriegen. Aber die besten Geschichten, sagt man ja tatsächlich, werden im Sommer geschrieben. Das ist wahrscheinlich gerade so ein Zitat, das habe ich jetzt selber erfunden. Aber ich würde da tatsächlich wurden von mir geschrieben nehmen. Ich gehe gerne in den Park, um frische Luft zu schnappen, joggen zu gehen oder alle Hunde zu streicheln. Okay, ich versetze mich gerade so in den Hochsommer. Muss ich gar nicht, weil wir das gerade haben. Aber ich versetze mich in den Hochsommer im Park. Momentan ist es einfach ultra heiß. Also frische Luft bekommt man da eher schlecht. Außer man geht später hin. Joggen würde ich auf gar keinen Fall im Hochsommer machen. Das macht mein Kreislauf definitiv nicht mit. Und alle Hunde streicheln finde ich zwar an sich mega süß, aber auch sehr unverschämt. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich finde das immer super seltsam, wenn Leute einfach hingehen und fremde Hunde streicheln. Ich weiß, Hunde kommen voll oft auf einen selber zu, aber da gibt es ja dann auch immer noch den Besitzer, der das vielleicht gar nicht so gern hat, wenn alle Leute seinen oder ihren Hund die ganze Zeit begrapschen. Also so geht es mir zumindest immer. Ich mochte das auch nie so gern, wenn irgendwelche fremden Leute meine Katzen betatscht haben. Vor allem, weil die Katzen ja dann auch wieder in mein Gesicht kommen. Und ich weiß nicht, ob die Person davor Hände gewaschen hat und so Zeug. Ich keine Ahnung. Versteht ihr meinen Gedankengang? Deswegen würde ich jetzt hier mal frische Luft schnappen nehmen, weil ich es nicht okay finde, wenn man fremde Hunde streichelt. Außer man kriegt natürlich das Okay vom Besitzer. Dann natürlich schon. Wie heitere ich mich selbst auf Joggen gehen? Da haben wir es wieder. Hochsommer-Joggen, ein absolutes No-Go. Gemein zu anderen sein oder Zeit mit der Familie verbringen? Definitiv Zeit mit der Familie verbringen. Die Zeit im Sommer mit der Familie ist immer am intensivsten. Oder zu Weihnachten. Aber deswegen nehme ich das hier. Was halte ich von Sonnenlicht? Zu hell, es gibt nichts Schlimmeres. Sonnenlicht verleiht mir Energie oder es wird von einem gelben Zwergplaneten abgegeben. Wow, das ist die super wissenschaftliche Antwort. Aber wenn wir Sommer in der Person sehen wollen, nehmen wir natürlich Sonnenlicht verleiht mir Energie. Und das ist jetzt unsere Simmin. Hey, schön dich kennenzulernen. Bestimme mein Geschlecht, gestalte mein Aussehen und wähle meine Kleidung und vergiss nicht, mir einen Namen zu geben. Ich werde sie jetzt direkt Summer Vacation nennen. Und hat die irgendwie CC im Gesicht? Nee. Okay, sie ist auf jeden Fall ein unfassbar schöner Sim. Ich werde sie gleich umstylen und wir werden uns jetzt ihre Lebensgeschichte anschauen. Sie hat eine Karriere in der Gastronomie. Also sie kocht sehr gerne. Wir haben auch das Merkmal Genießerin. Wir haben das Merkmal Gut und wir haben das Merkmal Familienbewusst. Wir haben bei den Fähigkeiten Schreiben. Etwas zu Papier zu bringen ist keine leichte Aufgabe. Schriftsteller nehmen die Herausforderung an, Tag für Tag Emotionen in Worte zu fassen. Okay, so ein bisschen poetisch, ästhetisch stelle ich mir das Ganze jetzt mit der Summer vor. Und sie hat auch noch die Erziehungsfähigkeit. Gute Eltern wissen, wann sie Kinder lenken, ermutigen und maßregeln müssen. Okay, wahrscheinlich, weil der Sommer auch irgendwie verspielt ist. Und ihr Startbudget ist Standard. Sei bescheiden, solange du nicht mehr im Leben erreicht hast. Wow. Ihr Bestreben ist es, eine große, glückliche Familie zu haben. Und sie ist ein sehr häuslicher Sim. Ich werde unsere Summer jetzt umstylen. Werde aber nichts an ihren Features verändern. Auch nicht an ihrer Hautfarbe. Wir werden aber auf jeden Fall ganz viel CC draufklatschen, natürlich. Und wir starten natürlich mit ihrem Gesicht. Das finde ich schon sehr schön. Aber wir werden natürlich noch ein paar Sachen in ihrem Gesicht verändern, damit sie auch ein bisschen realistischer aussieht. Ich persönlich mag das total gern. Wie gestaltet ihr eure Sims eigentlich? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Das macht ja jeder ganz individuell. Ich habe aber tatsächlich noch nie einen Sim mit so einer Hautfarbe erstellt. Das ist das Erste, was mir
mir gerade aufgefallen ist. Sie hat auf jeden Fall braune Augen. Und deswegen finde ich das fürs Erste schon mal mega cool. Und bei den Haaren würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir irgendwas nehmen, was zusammengebunden ist. Im Sommer ist es nämlich viel zu heiß für offene Haare. Sie kann definitiv lange Haare haben, das ist gar kein Problem. Aber ich hätte am liebsten irgendwas Geflochtenes. Sowas in die Richtung. Der Sommer ist ja auch verspielt. Da ist es auch leichter, sowas zu tragen. Das finde ich schon ultra süß, was sie jetzt gerade für eine Frisur hat. Die Zöpfe stehen ihr aber natürlich auch wahnsinnig gut. Aber ganz ehrlich, es ist ein wunderschöner Sim. Ihr steht wahrscheinlich sowieso alles. Sollen wir was Ausgefallenes nehmen? Einfach nur, weil es Sommer ist? Hat irgendwie was. Was sind denn so sommerliche Farben? Ich würde auf jeden Fall sagen, gelb, rot und orange. So Sonnenuntergangsfarben. Aber dann geht natürlich auch blau wie das Meer. Oder so türkis. Auch wunderschön. Oh, und blond würde natürlich aber auch gehen. Im Sommer hat man nämlich definitiv hellere Haare als im Winter. Beach Waves wären aber auch irgendwie ganz cool. Ah, Leute, ich bräuchte so dringend eure Hilfe gerade. Wisst ihr was, ich mache zuerst mit der Kleidung weiter, weil die Haare überfordern mich gerade so hart. Ich finde das ziemlich cool. Das sieht nämlich so aus, als hätte sie ihren Bikini drunter schon an. Es ist auch sehr farbenfroh, also sehr sommerlich. Und ich würde ihr auch definitiv ein Kleid geben, weil ich eigentlich nur Kleider im Sommer trage. Sonst trage ich nie Kleider. Aber ein Rock würde natürlich auch gehen. Das finde ich ja sehr, sehr süß. Das ist so ein typisches Sommerkleid, was jeder so mehr oder weniger wahrscheinlich ungefähr so im Kleiderschrank hat. Oh, Leute, ich muss das nehmen. Ich muss es nehmen. Die Sonnenblumen sind natürlich unser Markenzeichen, also das muss ich einfach nehmen. Und vielleicht fällt es mir jetzt leichter, mich für irgendwelche Haare zu entscheiden. Meine Stimme, hallo? Und ich glaube, ich würde die Haare nehmen. Da hat sie sie nämlich zusammengesteckt und wir haben Beach Waves. Also wir haben beides. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich tue mir voll schwer mit ihrer Hautfarbe. Also wunderschön. Sie ist natürlich ein absolut perfekter Sim. Aber weil ich die Hautfarbe nie benutze, tue ich mir total schwer, da jetzt die richtigen Farben zu kombinieren. Eine Sonnenbrille im Haar wäre natürlich perfekt. Oh, aber da gehen die Haare natürlich wieder nicht. Dann bekommt sie vielleicht einfach einen Hut. Das ist nämlich natürlich auch super wichtig. Ich hatte diesen Sommer schon einen Sonnenstich und auch fast einen Hitzschlag. Also bitte passt sehr gut auf euch auf, Leute. Das kann nämlich richtig gefährlich werden. Oh, aber so eine Schleife im Haar. Oder direkt so eine Blumenkrone. Ist schon mega cool. Passt jetzt halt null zu den Sonnenblumen, aber finde ich schon gut. Wenn wir es eher so machen, vielleicht die Krone auch noch in einer anderen Farbe. Da haben wir gelb und rot dabei. Das finde ich schon besser. Oh, und ich habe jetzt das perfekte Kleid gefunden. Ja, ich weiß, es ist viel. Es ist gelb. Es knallt. Aber es ist auch Sommer. Also ich finde es echt perfekt. Dazu auf jeden Fall offene Schuhe. Irgendwie gibt es hier nicht so richtig coole Sandalen. Oh, aber das finde ich richtig gut. Weil im Sommer läuft man ja auch super oft einfach barfuß rum. Oh Gott, ich fühle es gerade. Leute, ich schwöre es, es kommt gerade. Ich will, dass sie so ein richtig fröhlicher, aufgeschlossener Sim wird. Ich habe nämlich natürlich auch mehr mit ihr vor. Sie bekommt ganz viel bunten Schmuck, den man sich am Strand andrehen lassen hat. Und was ist ein Sommer-Make-up? Da kenne ich mich natürlich gar nicht aus. Leute, ich weiß nicht. Irgendwie, das sieht für mich halt alles super gleich aus. Ich erkenne nicht, was daran jetzt ein Sommer-Make-up ist. Tut mir echt von ganzem Herzen leid. Ich finde das schon mega schön. Und sie bekommt natürlich auch noch Ohrringe. Da hätten wir wieder eine gelbe Blume, wenn ich schon meine Sonnenblumen nicht bekomme. Sonst wäre natürlich eine Sonne auch sehr cool. Oder Muscheln. Okay, nee. Da finde ich die Blumen schon ein bisschen besser. Wir haben hier auch Ananas. Sind das Ananasse? Ananas? Ich bleibe einfach bei den Blumen. Mehr würde ich ganz ehrlich jetzt auch gar nicht verändern, aber mein Fazit zu dem Ganzen. Ich finde das Quiz auf jeden Fall super cool, weil man echt gar keine Ahnung hat, wo man hin will mit seinem Charakter. Und auch, wenn man eher ungern Sims erstellt. Die Geschichte von ihr ist jetzt vielleicht nicht atemberaubend und berauschend, aber Leute, daraus machen wir auf jeden Fall noch was. Also seid gespannt und abonniert gerne meinen Kanal, um es nicht zu verpassen.